Heute ist ein besonderer Tag, denn heute bin ich beim Bunsi auf der Schießbahn mit der Bergwaffe und heute werden wir die Waffe perfekt bis auf 500 Meter einschießen. Genau das, was ich also geplant habe, dass ich für Neuseeland und für die Bergjagd, besonders eben für die Bergwaffe, bis auf 500 Meter präzise schießen möchte. Ja, ja? Ganz genau. Das machen wir heute und wir machen es heute wirklich von der Picke auf. Das heißt, wir haben alles montiert soweit, auf die Waffe schon eingeschossen. Jetzt werden wir das aber nochmal von Grund auf neu machen, mit der Bremse auf 100 Meter gucken. Wir werden die Geschwindigkeit messen mit dem Kroni und wir haben heute die Hornady ELDX Munition und mit der werde ich dann auch letztendlich in Neuseeland jagen gehen und auch hier in Namibia aktuell gerade. Genau. Ja, fangen wir an, würde ich sagen, als erstes mal 100 Meter Kontrollschuss und Geschwindigkeit messen. Ja. Und so arbeiten wir uns langsam vor. Ne? Genau, und dann haben wir gleich die Daten, die wir brauchen und dann können wir uns für die Entfernung dann immer weiter vortasten. Ne? Genau, also Geschwindigkeit haben wir dann genau im Detail vom Geschoss. Genau. Richtig. Und dann werden wir über das Strelok-App die Sachen berechnen. So, ja, dann gucken wir mal, legen wir mal los. Ja. Dann fangen wir an, 100 Meter Kontrollschuss. Los geht's. Okay, also auf die Ohren. Dann legen wir los. Das ist ja das ELDX, ne? Ja. Nicht, dass ich hier auf einmal das Bleifrei schieße. Wir uns hier wundern. Okay? Jo. Der ist tief. 3051 Fuß. Ordentlich. Also erste Geschossgeschwindigkeit 3051 Fuß, müssen wir noch umrechnen in Meter pro Sekunde. Okay, machen wir einen zweiten. Der liegt auch ein bisschen tief, aber ein bisschen links. 3014. Wie viel hat er eben? 50, ne? Ja. Schon wieder ein Unterschied. Mhm. Noch ein? Ja. Und dann lasse ich kühlen. Zusammen, oder? Die liegen jetzt zusammen, ja. Ja, die hat vielleicht. Das kann natürlich sein, dass da jetzt noch ein bisschen Rotz im Lauf war und alles, ne? Mhm. Okay, nochmal ein Schuss auf 100 Meter. Mitte ist sie knapp drüber. Geschwindigkeit 3025 Fuß. Jetzt schießt erst von der Höhe her richtig, leicht rechts. Ich nehme jetzt mal hier im Strelok-App alle Daten rein. Okay, ich habe die jetzt mit 4 cm Hochschuss auf 100 Meter eingeschossen. Das heißt, wir nullen die jetzt bei 200 Meter und machen jetzt Kontrollschuss direkt auf den 200 Meter Gong. Ja, und eigentlich müsste der jetzt direkt passen. Der müsste direkt passen. Gucken wir mal. Okay, Kamera läuft. Kamera läuft. Perfekt. Perfekt in der Mitte. Ja, also der sitzt genau in der Mitte auf 200 Meter. Ich glaube auf den Zentimeter genau, ne? Also, viel mittiger geht nicht. Nee. Also der ist wirklich perfekt. Ja, das heißt, wir gehen direkt weiter auf 300 Meter. Okay, dann 300 Meter hier eingeben, berechnen. Und das wären hier 17 cm hat die dann Hochschuss. Tief.
Tiefschuss. Das heißt, wir müssen die im 17 cm korrigieren. Das wären hier in dem Fall 0,6 M-Rad. Also einfach 6 Klicks und dann müsste die auf 300 Meter eigentlich passen. Bunsi, was wir noch nicht gemacht haben, ist, wir haben die Geschwindigkeit noch nicht angepasst hier richtig. Ja, müssen wir ja machen. Das heißt, okay, das haben wir gerade. Wir haben ja einen Durchschnittswert gemessen von der, von den Schüssen auf die 100 Meter. Der Bunsi schießt im Hintergrund einfach weiter. Wir werden noch die Geschwindigkeit hier anpassen in dem App. Genau. Und das Ganze mache ich mal ein bisschen heller, dann kann man das auch sehen. So. Wo haben wir es hier? Geschwindigkeit. Hier. Und was haben wir für einen Durchschnittswert? Wie viel Grad haben wir es heute? 25? Ja. Oder? Ja. Und das ist ja deutlich, waren ja deutlich mehr als 940. Nee. Ach so, ich habe diffus ja nur ja, im Kopf gerade. 925 Meter im Schnitt. 925 Meter. Bei 25 Grad. Super. Dann würde ich sagen, jetzt geben wir Gas. 0,6 M-Rad. 1, 3, 4, 5, 6. Für 300 Meter. Okay, dann jetzt 300 Meter. Sehr schön. Licht? Mittig? Mittig. Ja, also. Vielleicht einen halben Zentimeter rechts, aber perfekt. Ja, ist ja Wind, kommt vielleicht von links. Ich habe ganz leicht korrigiert den Wind nur. Also, 300 Meter. Top, passt, Höhe optimal. Also unsere Berechnungen haben bisher wirklich funktioniert. Jetzt gehen wir direkt weiter, wie gewohnt, 100 Meter, 400 Meter. So, ich werde wieder messen, bzw. berechnen, 400 Meter eingeben, berechnen 1,3. Das heißt, wir waren bei 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, ja? 52 cm wäre das jetzt in dem Fall. Soll ich die wieder ein bisschen abkühlen lassen erst? Ist die schon warm? Ja, ein bisschen warm. Ja, genau. Dann habe ich immer gleiche coole Bedingungen, ja? Wäre gut. Also lass einen Moment abkühlen. 400, muss man sich auch mal einprägen, falls man dann doch mal ohne Verstellen schießt, ne? Aber ich mache mir eh wieder einen Schaft. Ich klebe mir das auch hier ein. Ich habe hier extra die Kleber schon gemacht. Die setze ich mir da hin. Dann passt das. Okay, sind wir soweit? Ja? Passt. Okay, 400 Meter, 1,3 M-Rad, sind 52 Zentimeter. Los geht's. Scheibe 10, ne? Ja. Wind brauche ich nicht korrigieren im Moment, oder? Naja, der kocht so ganz leicht von links nach rechts, aber minimal. Du brauchst fast nichts halten. Ich halte mal mittig drauf, okay? Okay? Ja. Gut, Höhe sehr gut, leicht rechts. Okay, Treffer. Aber alles gut. Ja, Höhe gut. Also Höhe ist schon mal wichtig, dass die schon mal passt. Jetzt haben wir noch so ein bisschen den Wind zu berücksichtigen. Der liegt ein bisschen rechts. Kam der Wind von links etwas? Ja, ganz leicht. Ja. Okay, dann hat er das Geschoss natürlich ein bisschen rüber gedrückt. Der ist jetzt halt auch ein bisschen wechselhaft, der Wind gerade. Ne? Das ist halt das. Ja, ich schieße trotzdem jetzt einfach nochmal einen zweiten auf 400 Meter, ja? Um zu gucken, ob der irgendwie gruppiert oder ob die Höhe zumindest stimmt. Ja? Beide zusammen. Okay, dann passt das ja. Dann schießt die ja wirklich richtig gut. Also, ich bin richtig happy und begeistert, dass das so gut klappt. 400 Meter, die liegen so zusammen. Ne? Kann man sagen, so? Ja, absolut. Was ich sehe hier durchs Zielfernrohr, die gruppieren extrem gut. Ja? Ja, perfekt. Das ist, was wir wollen. Das ist, was wir wollen. Ja. Genau, jetzt haben wir 400 und die Vorgabe war ja bis 500. Ne? Genau. Das heißt, noch mal 100 Meter weiter. Jetzt gehen wir noch mal 100 Meter weiter. Ich lasse noch mal kurz abkühlen. Genau. Und dann wird es berechnet. 500 Meter. Okay.
So, 400 Meter war 1,3 M-Rad, jetzt gebe ich ein 500 Meter, berechnen 2,1 M-Rad, 104 cm. Das heißt, ich gehe von 1,3 auf 1,4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 und 1. 2,1 M-Rad müsste jetzt für 500 Meter passen. Are you ready? Und die 500 Meter ist die Platte D. Und die ist schon verdammt klein. Jetzt kommt der Wind wieder von links. Was mache ich da? Um den linken Rand halten? Ja. An der Platte? Ja. Die Höhe ist perfekt. Höhe ist perfekt, ganz leicht rechts vom orangen Punkt, aber... Ja. Ich meine, wir reden hier von 3-4 Zentimetern, ne? Also, 500 Meter auf Anhieb Treffer, die Höhe perfekt. Das heißt, wir haben wirklich alles richtig gemacht mit dem Geschwindigkeitsmessen und Eingeben in das App. Ja, jetzt müssen wir halt noch ein bisschen gucken, wie das ist, wie sich das mit dem Wind verhält. Aber ich denke mal, deine Vorgaben sind erfüllt. Die Vorgaben sind definitiv erfüllt. Ja, und zwar auf Anhieb, muss man sagen. Ja. Auf Anhieb sind die Vorgaben für die Bergwaffe erfüllt mit ja, maximal Präzision auf 500 Meter. Mehr brauche ich nicht. 500 Meter werde ich voraussichtlich eh nicht schießen. Das ist einfach nur die Reserve. Ich sag mal, man schießt da auf Tat 100 bis 300 Meter. Man kann, es kann auch sein 400 Meter. 400 Meter passt. Ja. Der Bunsi. Der Bunsi schießt auch auf dem Meer. Wir schießen alle auf dem Meer natürlich. Soll ich die Kamera ausmachen, oder? Ne, lass ruhig laufen. Wir wollen das ja nicht übertreiben, ne? Nein, nein, nein. Wir schießen. Nein, also Vorgabe erfüllt. Ja? 400 Meter bzw. 500 Meter Präzision. Also. Die Bergwaffe rockt wirklich hier auch in Namibia auf der Schießbahn. Ich bin mehr als zufrieden, denn ich merke, zufriedener kann man ja nicht sein damit. Ja? Also das Ding schießt einfach echt top und ich glaube, die Bergwaffe ist wirklich gut konfiguriert und damit kann ich jetzt wirklich auch jagen gehen, ne? Auf große Entfernung. Okay. Genau. Jetzt, sehr schön. Und jetzt mache ich mal einen Schuss auf 800 Meter. Wie war das? Wie weit? 800 Meter, 4,9. Das heißt, ich gehe mal hier auf 5 und einen runter. Und jetzt gucken wir mal, die Munition geht eh langsam zur Neige. 800 Meter. Siehst du den Bullen da hinten auf 800 Meter? Genau. Jetzt ist er noch ein bisschen warm, aber nur leicht. Soll ich die ganz gut abkühlen lassen wieder? Die ist handwarm. Ja, dann ist okay. Eingestellt? Ja, 4,9. Ist gerade windstill, ne? Ja, ist nicht ganz windstill. Guck die Mirage, guck die Lasten, die für Mirage. Also hier bei uns zumindest, ne? Was soll ich mit dem Wind machen? Bunsi, leicht links? Bisschen mehr als der linke Rand. Also über die Scheibe hinaus? Aber ganz, ganz minimal. Also nicht, nur ganz leicht. Also okay. Zwischen Platte und Rahmen. Bin soweit. Okay. Kamera läuft? Jo. Siehst du den? Nee, ist in der Mitte. Ja. Ist der in der Mitte? Der ist in der Mitte. Ich habe jetzt mal mehr oder weniger wirklich nur aus Flachs und aus Jux und Dollerei habe ich 800 Meter geschossen von 500. Habe hier 800 Meter eingegeben, 4,9 M-Rad. Der Bunsi hat mir den Wind angegeben. Das Ding liegt Fleck, ne? Liegt perfekt Fleck. Das Ding ist auf 810 Meter Fleck. Mit dem ersten Schuss. Ey. Fetzt. Ja, fetzt total. Ja, und das hier mit der Hornady, mit der Fabrikmunition. Also wir haben ja auch nicht selbst geladen. Genau.
Ja. Das ist jetzt wirklich Fabrikmunition. Das ist ja auch der Sinn, wenn du jetzt irgendwo jagen gehen solltest und du hast nicht deine, sagen wir mal, du hast nur Fabriksmunition zur Verfügung. Ja. Und das Zeug funktioniert super. Ja, also ich glaube, ich habe hier auf Anhieb auch die richtige Munition zu der Bergwaffe jetzt gefunden. Und die hat ja auch ordentlich Power, das ELDX-Geschoss, richtiges geiles Jagdgeschoss. Da haben wir schon mehrere Sachen mitgemacht in verschiedenen Kalibern. Und ey, das rockt total hier, ey, das ist echt unfassbar, ja? Also sind die Vorgaben sind sogar übertroffen worden? Die Vorgaben sind, natürlich sind die übertroffen. Ja. Ja, das war ja klar, dass die übertroffen werden. Aber dass die jetzt so, dass das so genau funktioniert und so krass geht, also Fleck 810 Meter mit dem ersten Schuss, das Ding kommt jetzt so, wird noch gereinigt, noch in Watte gepackt und dann wird das Ding so zur Jagd getragen, ja? Also, hier, die Bergwaffe. Läuft das Baby.